Let's hallo und herzlich willkommen zum Gaming Heroes Weihnachts Adventskalender. Auf YouTube gehört es ja langsam zum guten Ton, zur Adventszeit tägliche Videos zu bringen. In der Regel sind diese Videos dann besonders toll. Wir haben uns hingegen gedacht, nein, da machen wir nicht mit. Wie wäre es stattdessen mit besonders schlechten Videos? Daher seht ihr jetzt vom 1. bis zum 24. Dezember Videos zum Thema 24 Dinge, die deine Videos richtig scheiße machen. Weitere Ideen gerne in die Kommentare und jetzt viel Spaß. So. Oh, geht schon los. Let's hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe gerade noch Kinderpinguin gegessen. Ich denke, da kann man es mir dann verzeihen, dass ich bisschen spät dann hier in das Video gestartet bin. Aber es geht direkt los. Wir spielen hier auf Timolia. Einem coolen Server übrigens. Und ja, boah, das war echt, also es ging jetzt echt extrem schnell los. Wir müssen hier den Ambossen ausweichen. Moment, oh Gott. Hier steht nämlich gerade noch die Kohle auf dem Tisch. Bei mir deswegen ist das gerade ein bisschen ärgerlich, was hier alles passiert. Und die ganze... Ich tue jetzt mal die Kinderpinguin-Packung weg hier. So, ah, oh Mann, da bin ich gestorben. So eine Scheiße. Oh, Moment, Sekunde. Hier kann ich die Pringles-Packung eigentlich direkt mit wegwerfen. So. Ich mache das nämlich immer so, dass ich alles Plastikmüll, also jetzt zum Beispiel der Kinderpinguin oder was habe ich hier noch, Tempopackung, dass ich das alles in die Pringles-Dose stecke und dann so gesammelt quasi in den Mülleimer werfe. Kann ich nur jedem empfehlen, ist eine coole Aktion und eine coole Sache. Da, ich habe ja auch noch mehr Serum liegen, fällt mir mal gerade so auf. Naja. Gut. Muss ja nicht sein. Das Blöde ist, der Mülleimer ist voll wegen meiner Original Piccolini von Wagner. Also diesen kleinen Pizzadingern. Deswegen ist da kaum noch Platz drin. Aber macht ja nichts. Ich werde schon noch einen Platz finden für nachher. Huch, ist das Spiel jetzt schon vorbei? Das ist ja ärgerlich, aber jetzt, ich trinke noch kurz aus der Teilnacher Flasche. Und damit bedanke ich mich auch schon fürs Zusehen. Fein, fein, fein. So, bedanke ich mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und... Wobei, eigentlich können wir hier noch was hinten dran hängen. Sehr gut. Genauso wie bei den neuen Eissorten von Mövenpick. Da wird jetzt nämlich auch noch was dran gehängt. Nämlich nochmal extra lecker, das Ganze. Muss ich sagen, ich habe es gestern erst ausprobiert. Super fein. Auch so selbst im Winter kann man das Eis da wirklich mehr als gut vertragen. Wenn man hier vor der warmen Heizung sitzt. Und boah, das war knapp, wenn man hier vor der warmen Heizung sitzt und die Milch von Letta trinkt. Steht Letta überhaupt Milch? Ich weiß es nicht. Und die leckere warme Milch von Letta trinkt, da kann man sich dann doch schon mal so ein leckeres Eis von Mövenpick schmecken lassen. Ist eine Empfehlung von mir, ist kein Product Placement. Muss man ja immer dazu sagen mittlerweile, weil zu viele Menschen denken dann, der macht wieder Product Placements. Ist ja nicht so. Ist ja nicht so, ne? Ich empfehle das Produkt einfach, auch weil es mir selbst sehr gut gefällt. Ich mache das auch jeden Morgens. Alles klar. Ich esse auch jeden Morgen und ab und zu auch mal abends so ein Eis. So ein leckeres. Und dann noch eine Cola hinterher, ist köstlich. Köstlich, wirklich. Müsst ihr selbst mal ausprobieren, aber es soll ja hier jetzt heute nicht darum gehen, was ich Leckeres esse und trinke, sondern stattdessen um das tolle Spiel hier, denn wir müssen die Wasserlöcher treffen. Ähnlich wie, also dann kommt man da rein, das ist übrigens ein cooles Spiel, muss ich sagen. Auch sehr innovativ, man springt da in die Wasserlöcher rein und macht so einen leckeren Platsch, wie wenn man ein Teinacher Medium Mineralwasser trinkt. So ähnlich lecker schmeckt es hier auch, muss ich sagen. Und wir sind auch noch Erster geworden. Mit freundlicher Unterstützung von... da gehen mir doch tatsächlich die Produkte aus, die ich hier in meinem Zimmer rumfahren habe. Naja, von M&M. Genau, M&M, tolle Marke. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.